Schön, dass du da bist. Ich werde ganz oft gefragt, worauf muss ich im Yoga achten, wenn ich Knieschmerzen habe? Oder hilft mir Yoga auch, um Knieschmerzen aufzulösen? Und genau dafür ist heute dieses Video gedacht. Ich gebe dir wichtige Tipps und Erfahrungen mit auf den Weg. Schau dir das Video deshalb von Anfang bis Ende an. Und noch ein kleiner Vorausblick. Ich werde demnächst noch ein Video erstellen mit speziellen Übungen, um das Knie zu stabilisieren. Wenn du daran Interesse hast, abonniere den Kanal, klicke auf die Glocke und du wirst rechtzeitig informiert. Das Kniegelenk, ich blende es dir hier mal ein, ist ein Scharniergelenk. Das bedeutet, du kannst dein Bein beugen und strecken. Und wie du in der Abbildung schön siehst, ist dein Knie stabilisiert durch ganz viele Bänder, die überkreuz zum Beispiel dein Kniegelenk stabilisieren. Und was dein Kniegelenk überhaupt nicht mag, und das ist absolut entscheidend für dich, sind Rotationsbewegungen. Und wenn du zum Beispiel in Yoga-Übungen, zum Beispiel in der Taube, ausweichst, weil die Hüfte zum Beispiel zu fest ist oder die Füße falsch ausgerichtet sind, dann hast du hier im Kniegelenk eine Verletzungsgefahr, weil der Knorpel einfach in Mitleidenschaft kommt und damit auch die Stabilität im Knie verloren geht. Das ist Punkt 1. Also vermeide Ausweichbewegungen durch Rotationsbewegungen. Ich habe dir das Video von der Taube mit verlinkt. Schau dir das unbedingt an, das wird dir helfen. Was mir und auch meinen Kursteilnehmern sehr geholfen hat, ist der nächste Punkt. Das Kniegelenk ist total logisch, zwischen Hüftgelenk und Fußgelenk. Das bedeutet, wenn du deine Füße, das Fußgelenk gut ausgerichtet hast, aber auch deine Hüfte, hast du automatisch dein Knie stabilisiert. Und das kannst du dir wie folgt vorstellen. Das ist mal dein Bein. Und wenn die Füße oder die Hüfte instabil sind, ist natürlich auch dein Knie instabil und dann weicht es nach allen Seiten aus. Wenn du aber die Füße aktiv in den Boden drückst, auch das Fußgewölbe aktivierst, die Ballen und die Zehen aktivierst und die Hüfte ausrichtest, hast du hier ganz viel Stabilität und damit hast du dein Knie entlastet. Das ist jetzt ein bisschen technisch, aber wenn du mit mir Yoga übst, achte ich darauf, dass du dich von den Füßen aufwärts über die Hüfte korrekt ausrichtest. Und das ist Grundvoraussetzung, dass dein Körper nicht ausweicht, nicht macht, was er will, sondern dass du aus so einer Intelligenz heraus Yoga übst. Wichtig, Knieschmerzen zu vermeiden, hängt automatisch mit deiner Hüfte, mit dem Hüftgelenk, aber auch mit den Füßen zusammen. Und das ist eigentlich auch ziemlich logisch, dass wenn die Füße zum Beispiel nach innen wegknicken, hast du automatisch die Achse nicht mehr von den Füßen über das Knie hoch zur Hüfte in Linie, sondern das Knie weicht nach innen oder nach außen aus und damit hast du natürlich einen viel höheren Druck auf deinem Kniegelenk. Ja, also du siehst, es sind viele verschiedene Punkte und deshalb wird es auch nicht die eine Übung geben, um Knieschmerzen aufzulösen, sondern, das ist das Schöne auch im Yoga, es ist immer so ein ganzheitlicher Ansatz. Also Wiederholung, vermeide Rotationsbewegung und achte auf korrekte Ausrichtung deiner Füße, Hüfte. Deshalb sind auch Übungen, um die Füße zu aktivieren, zu stabilisieren, das Fußgelenk in so eine Grundbeweglichkeit zu bringen, ganz entscheidend auch ein flexibles Hüftgelenk, um das Knie zu entlasten. Wenn du zum Beispiel in deiner Hüfte eher fest bist, also Hüftöffnungen fallen dir schwer, sowas zum Beispiel, Baddha Konasana, und du gibst viel Druck und viel Gewalt in die Übung rein, dann, das Hüftgelenk ist sehr stabil, dann geht dieser Druck auf dein Knie über und das ist hier dieser sensible Bereich und dieser Bereich wird nachgeben und dann hast du vielleicht eine Überdehnung deiner Bänder, die Stabilität geht verloren, das Bein unten weicht aus
Und damit hast du ja ein Verletzungsrisiko und kannst die Schmerzen in dem Moment auch nicht auflösen, sondern du wirst die eher verstärken. Ja, was gibt es noch zu wissen? Ganz viel. Es gibt Muskeln, die gehen über das Kniegelenk drüber weg. Das blende ich dir hier mal ein. Ist ein Oberschenkelmuskel. Es ist zum Beispiel wichtig, diesen Muskel gut zu dehnen, um Spannung aus dem Knie zu nehmen. Es gibt einen weiteren Muskel, ich blende ihn dir auch ein, die Adduktoren, die Innenseiten deiner Oberschenkel. Ähnlich gibt es einen Muskel, der geht seitlich am Kniegelenk vorbei und setzt unten am Schienbeinknochen an. Auch hier ist diese Muskulatur sehr verspannt, kann das zu Knieschmerzen führen. Also es ist komplex. Und was ist die Folge für dich? Die Folge ist, wenn du mit Knieschmerzen Yoga übst, solltest du grundsätzlich Schmerzen vermeiden, im Zweifel Übungen weglassen, zum Beispiel, ich zeige es dir, wenn dir die Hocke nicht gelingt, weil du Schmerzen in deinen Knien hast, dann lass die Hocke weg. Es gibt viele andere Möglichkeiten, um Yoga zu praktizieren. Ja, und ansonsten kannst du die Übungen immer so abwandeln, dass du aus dem Schmerz rausgehst und dass sich das insgesamt gut anfühlt. Und das sind so die letzten Worte jetzt im Video. Du solltest so stechende Knieschmerzen vermeiden, aber wenn du so ein leichtes Ziehen in der Oberschenkelmuskulatur, Innenseiten der Oberschenkel hast, dann ist das gewollt, dann bist du gut in der Dehnung angekommen. Und wenn du Yoga ganzheitlich übst, am Yoga dranbleibst, entspannt bist, dir Druck und Perfektionszwang rausnimmst, dann wird es dir gelingen, wirklich auch mit deinen körperlichen Baustellen am Yoga dran zu bleiben, Freude zu entwickeln, ja, und einfach deinem Körper, dir, aber auch deinem Geist etwas Gutes zu tun. Ja, das war heute ein bisschen Theorie. Ich hoffe, es hat dir geholfen und du kannst den Kanal hier abonnieren, wenn du ein Video mal anschauen möchtest, um das Knie nochmal zu stabilisieren, gibt es schon mal ein Video hier. Und ja, ansonsten, wenn du Schritt für Schritt Yoga lernen möchtest, es gibt einen Online-Kurs, dann findest du alle Informationen hier. Das kann ich dir unbedingt ans Herz legen. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Wir sehen uns wieder auf der Matte.